Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Cowboys and Indians auf dem Hive-Server. Ja, dann würde ich mal sagen, das Game startet auch schon. Und da sind wir auch schon wieder zurück in der Runde. Ja, wir sind Indianer. Das ist unser Führer. Das Spielprinzip habe ich schon in der folgenden Runde erklärt. Ja, Sichtweite auf 8 Chunks. Ist ein bisschen besser. Ja, ist okay. Das sind auch schon die ersten. Und in dieser Runde möchte ich ein wenig ansprechen, dass es auch andere Menschen gibt, ja. Nicht nur die Gesunden, denen es so oder so gut geht, sondern auch die Menschen, die eine Krankheit zum Beispiel haben. Ich bin nämlich heute auf einen YouTube-Kanal gestoßen von einem Jungen, der so circa vor 1,5 Wochen angefangen hat, YouTube-Videos zu machen. Am Anfang dachte ich mir so, ja, wenn ich so ein Video hochgeladen hätte, ich würde bis zum Tode gehatet werden. Aber natürlich mache ich sowas nicht. Ich meine, haten hat einfach keinen Sinn. Und dann habe ich einfach, habe ich dann einfach bei jedem Video konstruktive, also, nee, ich habe ihn ein bisschen verkindlicht. Ich meine, es ist ein sehr junger User, aber er ist relativ arm, weil er einfach eine Krankheit hat, wo seine Muskeln relativ, also immer schwächer werden natürlich, und recht viel Zeit zum Leben wird er wahrscheinlich nicht mehr haben, oder vielleicht schon, aber ich meine, zu einem glücklichen Leben wird er nicht mehr so viel Zeit haben wahrscheinlich. Deshalb ist es wichtig, dass man solche Leute unterstützt und sie nicht wirklich hatet, weil das einfach keinen Sinn macht. Ich habe ihn, also ich werde ihn in diesem Video verlinken. Und ja, vielleicht schaut ihr da mal vorbei. Er macht kleine Vlogs oder Videos über seine Favoriten oder sein Zimmer oder zum Beispiel sowas. Und da ist es. Ich finde es cool, ihm bei seinen Videos zuzusehen, weil er einfach ein sehr gutes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen hat. Also das muss man ihn lassen, und deswegen hat er es verdient, dass ihn Leute halt unterstützen, außer seine Eltern. Ist klar, oder? Ja, er hat auf jeden Fall Respekt verdient. Da werde ich euch den Link in die Kommentare packen. Oh, lol. Ja, demnächst werde ich mal ein Breakfast-Video mit meiner Stini, ja, aufnehmen. Also nicht nur ein Gameplay, dass ich mal meine schöne Bassstimme, nee, meine Stimme mal wieder hört. Das ist eigentlich ziemlich wichtig. Ich meine, nur Gameplays, das kann jeder. Irgendwie. Ja, letztens war das Game Super Great Box. War, finde ich mal, was ganz anderes. Oh nein, die haben unsere Lieder. Fuck. Hä? Hä, ist das jetzt mein Internet? Ach, nein. Oh cool, ich habe da noch jemanden mitgenommen. Ja, nice. Und auf jeden Fall sehr wichtig, dass man auch Leute unterstützt, die es nicht so gut im Leben haben. Und ja, abgesehen davon, dass er so oder so noch sehr jung für YouTube ist, aber ja,
Ich meine, wenn ich jetzt wann dann, ja. Ist auch wieder wahr. Also wie gesagt, verlinkt. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass seine Videos wirklich so perfekt sind, aber einfach der Mensch dahinter, der ist zu respektieren und könnte mal vorbeischauen. Jo. Hä? Ist er jetzt von... Nee, ist nicht. Ein Pfeil noch. Okay, nice. Alter. Ja, irgendein Thema wollte ich noch ansprechen. Aber das habe ich jetzt mittlerweile verschwitzt. Thema war Serien. Ich meine, mindestens jeder fährt voll auf eine Serie ab. Auf eine ganz bestimmte. Und ja, meine Serie, großteils sind meistens mehrere Serien. Also das heißt, einfach dann, wenn eine Serie fertig ist, die nächste anreisen. Und zurzeit bin ich gerade bei Once Upon a Time. Okay, ja, hört sich jetzt nicht so seriös an, aber ehrlich gesagt eine wirklich geile Serie. Ich meine, das sind motherfucking Märchenfiguren in Real Life, die einfach ja alle irgendwie zusammengemischt wurden. Ich meine, von sehr vielen Märchen und so weiter. Und sie sind in der realen Welt gelandet. Ich bin gerade Staffel 3. Und eigentlich freue ich mich schon wieder, wenn Walking Dead weitergeht, aber Leute, da wisst ihr, es dauert noch ein wenig. Aber ich glaube, es wisst ihr ganz genauso. Oh nee. Das wisst ihr ganz genauso. Rein theoretisch, jetzt fällt es mir eigentlich gerade auf, pro Kill werden eigentlich 10 Pfeile generiert. Für den, der stirbt, wieder 5 neue. Und für den, der den Kill bekommt. Oh lol, oh lol, oh lol. Ich wär ein Leg. Oh nee. Hallo? Kommst du da vor? Okay. Mhm. Luigt nicht. Zu Serien gibt es da noch irgendwas? Ein Kriterium, irgendein Punkt. Ah, da ist er! Da ist er, der Kleine! Alle, die kommen nicht klar drauf. Oh nee, Mama. Das kannst du mir nicht antun. Die Runde will ich nicht verlieren. Cool bist du mit deinen Unsichtbarkeitsdrang. Du glaubst ja, ich sehe dich nicht. Hä? Na gut. GG. Ja, ich bin das T zum Schreiben nicht gewöhnt. Na gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Runde dauert schon ziemlich lang. Mein Thema habe ich angesprochen. Also gut, wenn ihr Bock habt, seht doch mal bei ihm vorbei. Er hat auf jeden Fall Respekt verdient. Er hat das Herz am rechten Fleck. Na gut, und er will auch noch was in seinem Leben erleben, also schaut vorbei
Und ja, dann haut mal schön rein, ne? Ciao.